Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Clint Eastwood als rassistischer Korea-Veteran, der in einem heruntergekommenen Stadtviertel inmitten von angewanderten Asiaten und Straßengangs die Stellung hält, fand ich bemerkenswert gut. Wenn Eastwood sich in verbrecherische Gangaktivitäten mit Sprüchen wie dem Obigen einmischt, kommt echt Freude auf. Das ist Eastwood, wie man ihn seit Jahren gerne gesehen hätte, aber nach größer als Dirty Harry kleiner als nicht mehr zu sehen bekam. Größer als Gran Torino kleiner als ist ein fast 2 Stunden langer Spielfilm von Regisseur und Produzent Clint Eastwood mit sich selbst als Hauptdarsteller, den ich in einem Zug und ohne Pause angesehen habe. Und dies kann ich heute nur noch von extrem wenigen Filmen sagen, weil mich nur noch wenige Filme von der Konstruktion und dem Spannungsbogen überhaupt länger bei der Stange halten können. Bei 8 von 10 Filmen ertappe ich mich inzwischen dabei, dass er nach kurzer Anlaufphase keine Lust mehr hat, den angefangenen Film überhaupt zu Ende zu sehen. Bei größer als Gran Torino kleiner als war das anders. Eastwood wandelt sich durch den Kontakt mit seinen asiatischen Nachbarn vom verbitterten und einsamen Rassisten zum mitfühlenden Menschen, der Freunde hat und Mitmenschen nicht nur als lästige Schmeißfliegen sieht. Und dies kommt glaubhaft und menschlich anrührend beim Zuschauer an. Die schauspielerischen Leistungen gefielen mir. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.